So, da wären wir wieder. Wir wollen jetzt die Türen hier mal unter die Lupe nehmen. Denn hier war ja die nervige Falle, dass man, wenn man durch die eine Stelle durchgeht, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube hier irgendwo. Sobald man da durchgeht, hinter einem ja die Wand zu, man kann da nichts mehr machen. Das wollen wir nicht. Oh, einmal fliegende Äxte. Zack, zack. Ah, bisher. Was war jetzt das? Ich habe den Knopf gedrückt und Geister sind gespawnt. Ja. Und ich werde die erstmal nur mit den grünen Klingen bekämpfen. Denn ich habe echt ein bisschen Bange, dass ich den Würfel verbrate. Und wir dann später nicht weiterkommen. Und bisher geht das ja auch ganz gut. Denn es sind immer nur ein, zwei Geister. Nicht wie im Eibelturm, wo dann 30, 40 Geister überall verteilt sind. Aber hier scheint es nicht weiterzugehen. Können wir die Tür zumachen? Ah. Okay. Aber ja, die Geister sind gut machbar. Und die Äxte sowieso. Und das sieht mir aus wie eine kleine Gestalt. It's Dawn. Hallo Dawn. Was haben wir in der Questgegenstand? Wir haben den Diamant gefunden. Geht das damit? Schaut gut aus. Busch. Als nächstes hätte ich draufgeschlagen, glaube ich. Oxshell, Paulson, I owe you my eternal gratitude. And what of Richard? Is he safe? We have not yet freed, His Highness. I shall gather our forces and return to join you soon. My best wishes go with you. Hat sie gerade Bakata vollkommen ignoriert? Okay, das war ja auch fies. Aber ja, Bakata hat sich auch gegen die Befehle von Dawn entschieden, bei uns zu bleiben. Und sie ist wohl eine kleine Zicke. So, das heißt, Dawn haben wir befreit, wir haben aber nicht ihren Schlüssel bekommen. Ja, also die Frau mag ich langsam echt nicht. Erstmal ignoriert sie Bakata. Und dann hat sie nicht genug Vertrauen in uns, um uns ihren Schlüssel zu geben. Aber gut. Da und da noch. Mal wieder nix. Ha, da ist gerade irgendwo Stein auf Stein aufgegangen. Oh, da ist die Wand zugegangen. Das wollen wir nicht. Und da sind Geister in der Wand. Okay, ein Geist in der Wand. Kein Geist in der Wand. Was haben wir hier eigentlich? Oh, ich glaube, das war die Stelle, wo man den Diebeslevel brauchte. Drückt mir die Daumen. Nee, es war wohl doch nicht hier. Also an die Tür kann ich mich dunkel erinnern. Und ich glaube, man musste mit einem hochgenügenden Diebeslevel durch die Gitter durchschießen. Oder Ninja-Sterne schmeißen oder sonst irgendwas. Aber das gucken wir gleich mal, wenn die Geister tot sind. So. Heilung. Erlösung. Valkyre. Und... Nee, können wir nicht durchschießen. Können wir was durchwerfen? Dolche und Steine haben natürlich keine dabei. Lampenöl? Nee, auch nicht. Na gut, das Ding ignorieren wir dann erstmal. Vielleicht geht das auch irgendwo irgendwie anders auf. Stromschlag. Auch wenn wir nicht mehr wirklich viele Gebiete haben, wo wir weiterkommen können. Die und die Tür noch. Da ist noch so ein Ding. Können wir auch nicht durchschießen. Haben wir jetzt auch Geister, komischerweise, erst als wir geschossen haben. Aber das kann ich mir auch einbilden. Grüne Klingen. Zack. Zack. Alternativ können wir auch Valens Würfel gleich bei den Barrieren da ausprobieren. Obwohl die einzige Barriere, die wir mit Valens Würfel bisher wegbekommen haben, waren diese roten von Scotia herbeigezauberten.
Und nein, ich bin schon wieder da reingetapst. Also da geht die Wand zu und irgendwo hier geht die Wand auch zu. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier... Nee, das kann so. Das Lampenöl packen wir wieder rein. Ich würde das jetzt gerne mal haben, dass wir das hier irgendwie permanent aufbekommen, aber ich wüsste nicht, wie. Wir kriegen die Wand nämlich nicht mehr auf. Nö. Ach ja. Wozu ist der Schalter da, wenn wir eh nicht hier weiter in dem Bereich uns rumtreiben können? Egal, nicht zu lange drüber nachdenken. Einfach schnell wieder zurücklaufen. Tja, langsam kenne ich den Weg zurück auch ganz gut. Und tada! Burg Level 1. Das ist neu. Oh, stimmt, wir hatten hier was zugemacht. So, also da nicht durchgehen. Durch die beiden Türen kommen wir auch nicht durch. Das heißt, bleibt noch die Tür hier. Das scheinen Nischen zu sein. Kann man da was reinlegen? Ja, kann man. Hier anscheinend nicht. So, was haben wir noch? Wir haben da eine Tür. Ich spreche mal ganz kurz ab. MP042A. Hier war nichts drin. Und was war mit der Tür? Warum haben wir die nicht aufbekommen? Wir haben sie einfach nicht aufgemacht. Okay. Hier drin ist aber auch nichts. So, da können wir nicht lang, dann werden wir da nämlich ausgesperrt. Hier ist ein Schloss, wofür wir keinen Schlüssel haben. Was ist mit der Tür? Gehen wir mal jetzt da außen rum. Denn ich will nicht wieder runterspringen müssen. Da kam gerade ein Geist. Zack. Na komm. So, die Tür haben wir auch einfach nicht aufgemacht. Warum auch immer. Die Tür scheint blockiert zu sein. Okay. Na gut, benutzen wir mal Bane's Würfel. Wo hast du dich versteckt? Da. Wusch. Geister weg. Oh. Gar nicht Geister weg. So. Und wenn er jetzt eine begrenzte Anzahl Ladung hat, dann laden wir einfach den Speicherstand von eben gerade. So, die Tür kriegen wir nicht mit dem Würfel auf. Gucken wir mal bei den Barrieren im Norden. Ja, Stromschlag. Schön außenrum. Nicht wieder in diese nervige Falle tappen. So. Nichts passiert. Das ist nicht gut. Denn hier haben wir die beiden Gitter, wo wir nicht durchkommen. Hier haben wir das Schloss, das wir nicht aufbekommen. Die Tür ist blockiert. Dann sind wir quasi durch mit dieser Etage und kommen nicht weiter. Du hast jetzt irgendwo eine Wand zugemacht. Da unten. Wenn wir da durchgehen, gehen auch noch Wände zu. Habe ich da gerade einen Schalter gesehen? Ja, gucken wir mal ganz kurz dahin. Hier war ein Schalter. Ja. Ah, da.
Schön, schön. Wo sind wir jetzt? Ganz woanders. Okay. Ganz woanders ist gut. Ganz woanders heißt, wir können weitermachen. Die Äxte sind alle machbar. Auch wenn ich ganz gerne schlafen würde. Obwohl, wir müssen jetzt gar nicht mehr schlafen. Wir können einfach den Valdans Würfel durchgehen, klicken, kriegen so unser Mana wieder. Und können das Mana benutzen zum Heilen. Da sind wir quasi unsterblich geworden. Ja, aber auch nur quasi. So, ganz viele. Oh, können wir den überhaupt drücken, ohne dass was. Ja, wir sind doch nicht quasi unsterblich. Denn der Würfel wird nur weiß, wenn wir auch gegen Geister benutzen. Und hier sind keine Geister. Aber sperren wir uns einfach in das Kämmerlein ein, das passt dann ja auch. Wir haben zwar jede Menge von diesen Barnons Reserven, aber wir wissen nicht, wie der Kampf gegen Scotia wird. Da würde ich möglichst viele Ressourcen in meinem Inventar haben. So, kommt her. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Und dich auch. So, wir sind jetzt hier unten. Gucken wir erstmal da oben lang. Und hier war irgendwo ein Schalter. Klick. Einfach mal so drücken. Wir wissen zwar nicht, was er macht, aber irgendwas wird schon sein. Oh oh. Eins, zwei, drei. Was? mein Zauberbuch ist weg. Und ja, nicht schlecht. Die haben mir mein Zauberbuch weggenommen und mich mitten in ganz viele Fallgruben teleportiert. Mit Drehern. Ja, das ist echt schick. Ach, das war gar nicht das Zauberbuch, das war die Karte. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt im Kopf eine Karte machen. Und ich bin heilfroh, dass wir den Kompass dabei haben. So. Also ich versuche mal nach Norden durchzukommen. Auch wenn ich weiß, ob es die richtige Richtung ist. So, Norden. Da ist Norden. Der Kompass spinnt aber auch ein bisschen. Ja, Norden. Jetzt gucken wir nach Westen. Da ist Norden. Okay. Da können wir nicht lang, da können wir nicht lang, da können wir nicht lang. Da werden wir auch nicht lang können und da werden wir auch nicht rum können. Ja, super. So, da standen wir eben gerade noch. Heißt, wir gucken nach Norden, richtig? Ja. Da können wir auch nicht durch. Das heißt, wir müssen erstmal ganz weit nach Osten. Jetzt gucken wir nach Norden. Ne, wir gucken nach Osten. Okay. Das sah mir gerade wieder Eingang aus. Da ist Osten. Okay, da müsste Norden sein. Jetzt sind wir an der Ostwand. Komm, Kompass, beruhig dich. The compass appears to be broken. Oh. Jetzt ist der Kompass ganz kaputt? Nee. Es dauert immer nur eine Weile, bis er sich findet, quasi. Okay, also, an der Ostwand ist kein Schalter. Auch hier kein Schalter. Wir können nicht zurück. Dann gehen wir mal wieder. Das ist die Südwand, richtig? Osten. Dann ist das Süden. Ja, okay, da ist der Eingang. Ich will jetzt zur Westwand. Da kommen wir nicht hin.
Jedenfalls nicht direkt. Also gehen wir jetzt einen Seitenschritt nach rechts. Und dann wieder nach Westen. Wieder nach Westen. Kompass, komm schon. Okay, wir können nicht nach Westen. Da müsste die Westwand sein. Ja. Eine Druckplatte. Die lösen wir doch mal aus. Jetzt ist irgendwo irgendwas aufgegangen. Oh, ich glaube, da hinten ist eine. Noch eine Druckplatte. Warum habe ich die gerade nicht gesehen? Also ich sehe da keine Fallgrube. Aber wenn ich jetzt einen Schritt nach links gehe, also dahin, ist da eine. Ist da vielleicht eine Fake-Grube? Nee, ist keine Fake-Grube. Okay. Checken wir nochmal kurz die Wände hier. Sehe ich aber keine Schalter. Nee. Na gut, dann gehen wir mal zur Mitte zurück. Mitte ist hier. Lang. Zack. So, da müsste Norden sein. Sag mir, dass da Norden ist, bitte. Nee, da ist Westen. Da ist Norden. Da ist noch eine Druckplatte. Kommen wir sogar hin. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir eben die Druckplatte schon gedrückt haben. Ja, das ist hier sehr verwirrend. Aber gut, machen wir einen kleinen Cut. Speichern wir ab. LP042B und sehen wir uns gleich wieder, während ich mich hier durchtapsel. Mühsam, wie es ist. Aber solange wir vorankommen, kommen wir voran. Also bis gleich.